So, willkommen zurück zu Dead by Daylight. Zweite Folge heute. Als Killer. Genauer gesagt als Billy. Der gute Hillbilly. Mal gucken, wie die Runde wird. Gestern hatten wir eine schöne Runde als Billy. Und ja, mal gucken, ob wir es wiederholt bekommen. Ein Double Pip wäre nicht schlecht. Aber gut, wir gucken einfach mal. Wir haben immer noch den Perk beständig bei uns. Das liegt einfach daran, dass ich keinen Bock habe, von Paletten angegriffen zu werden. Ah, das war schön von der Claudette gemacht. Ich glaube, wir schlagen die einmal, dann hören wir immer, wo sie hinlaufen. Oder machen wieder so einen Fehler. Deswegen knüppeln wir dich einfach mal. So, durchs Feld. Wie gesagt, Feld ist nie so meine Lieblingsmap gewesen. So, Bloodlust bauen wir auf. Das ist wunderbar. Ah, da hänge ich fest. Bloodlust 2. Wunderschön. Und zack! Liegt sie auf dem Boden. So, einen Generator haben sie. Mal gucken, wie das gleich wird. Erstmal machen wir hier diese Stolperfallen mal weg, ne? Brauchst hier nicht so jammern. Dich nehmen wir direkt mit. Und sag mir bitte, hier ist das Basement. Dankeschön. Wir riskieren's? Sehr schön. Ja, ja. Dann hängen wir dich hier hinten auf und gehen auf die Jagd. Wow, doubles dann. Nummer 1. Shit, wir müssen jetzt die eine holen. Die hängen wir jetzt auf. Reicht mal jetzt. Problem ist, die wird inzwischen in Paletten hängen, ne? Oder liegt da. Wunderschön, hängen wir die auf. Schnell, schnell, schnell riskieren. Der wird geheilt. Das höre ich doch. Hängt jetzt zum ersten Mal. Dass er dann noch geheilt wird. Wo ist denn der Dude hingelaufen? Hm? So. Wir tunneln natürlich nicht. Hängen die jetzt auf? Die lassen mich ja noch nicht mal weglaufen. Kein Wunder, dass sie gleich schreien werden, ich wäre ein Kämpfer. Und die sind hier die ganze Zeit bei mir in der Nähe. Da kann ich dann auch nichts für. Wenn die hier überall rumlaufen, was soll ich denn da machen? So, nehmen wir die und hängen die wieder auf. Ich mag das Basement. Auch wenn es knapp wird, die jetzt im Basement aufzuhängen. So, schmeidig dran vorbeigleiten, aufhängen. Dein Ernst? Geliehene Zeit haben sie. So, du wolltest einen Speedboost, den kannst du haben. Dich hole ich mir jetzt, Claudette. Es war eine Unverschämtheit, was du da abgezogen hast. Muss ich dir mal sagen.
So. Was? Ich war weit genug weg, ey. Da ist sie gerade umgekippt durch geliehene Zeit. Dankeschön. Ah, dich hängen wir da jetzt auf. Riskieren es mit dem Generator. Und weg mit dir. So, der Generator, der wurde ja eben schon mal angefangen. Dann beschädigen wir den. So, der Generator ist fertig. Fehlinterpretation der Luftlinien, ja. So, abgehangen. Wurde die nächste auch und der Generator wurde gefehlt. Das war dämlich. Er hüpft so wie ein Springbock. Glaubst, ich hab dich nicht gesehen? So. Na! Die entkommt mir noch, wenn ich jetzt nicht Leertaste drücke. Blöde Kuh. Diese Claudette, ne? Die macht das wunderbar. Aber hat nicht damit gerechnet, dass ich diese Range habe. Keine Ahnung, warum ich diese Range habe. Habe ich selber nicht mit gerechnet. So. Da haben wir direkt einen Haken für dich. Nehmen wir den. Mensch, Dwight. Was? Hier ist ein Fenster gewesen. Shit, habe ich nicht gesehen. So, treten dagegen. Der Generator stört mich. Der ist fast fertig. Ja, macht ihn doch. So. Den Dwight heben wir auf und bringen den zu diesem Haken. Er sollte jetzt auch zum ersten Mal hängen, ne? Hier sind Spuren. Mein Gott, häng doch nicht ab, wenn ich hier gerade meine Tour gehe. Die sollte auch tot sein. Ja, ich bin eigentlich nur den Spuren hier gefolgt und dann habe ich sie gesehen. Was kann ich da machen? Hier höre ich irgendjemanden heulen oder habe ich gehört? Hier drin? Nein. Gut. Nur noch ein Generator. Wir gucken erstmal, wer das hier war. Da, so. Gut, an dem Generator arbeitet anscheinend oder will jemand arbeiten. Wir tun so, als ob wir sie nicht gesehen hätten. Und dann hauen wir drauf. So, die liegt. Wunderbar.
Ich weiß nicht, ob die schon mal hängen, deswegen lasse ich die mal. Dann suchen wir jetzt den Dwight. Wobei, komm. Ich hänge dich einfach auf. Es wird eine Risikorunde. Ob er die Luke findet oder nicht. Ob unser Double Pip verschwendet oder nicht, das werden wir gleich sehen. Erstmal hängen wir dich hier hin. So, mal gucken, ob der Dwight dir helfen kommt. Er wird sich auf jeden Fall um den Generator da drinnen wieder kümmern wollen. Ja. Das hatte er vor und sie ist gestorben. Okay. Dann sammeln wir hier noch Punkte und gucken, ob wir einen Bright finden. Ja, der stand an der Luke. Gut. Pass auf, jetzt kommt irgendwas mit Camper. Ja, war schade. GG. So. Der hat ein bisschen mehr Punkte als wir, aber passt doch. War nicht schlecht. Dann danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und denkt dran, nachher kommt noch das dritte Video für heute, nämlich We Were Here. Ein Puzzle-Game, was ich mit einem Kollegen gezockt habe. Man sieht sich, haut rein. Tschüss.